okay, mein Missionsziel ist, den Typen hier rauszuschaffen. Also werde ich mich jetzt nicht großartig mit Plündern aufhalten. Aber ich werde wohl Viech abmurksen müssen. They're headed our way. Weld that door. You shall not pass, fuckers. They got our scent. Look alive. Move on. Hier soll es einen drinne sein. They're headed our way. They're trying to breach in. Right now. Let's see what's inside. Suppressive fire. Looks like they found us. Bring them down! Check your vitals, squad. Gosh! Burns! It burns! You like that, huh? Who else wants some? Don't move. Gonna fix you up the best I can. Stay still, gonna patch you up. Was hier? There, like it didn't happen. Check your vitals, squad. On it. Let's see what's inside. Immerhin alle am Leben. Und wir hatten ein bisschen Action. Come on, team. Double time. Wait. I think we lost him. Ich meine, wäre ich einfach für den Fahrstuhl gerannt, dann wäre das kein Problem gewesen wahrscheinlich. Jetzt wird's lustig. Okay, mit dem Computer kann ich nichts machen. It's quiet. Too quiet. Das war also wieder Tech-Ressource, wa? Roger. Let's see what's inside. Oh, Munikiste. Nice. Material nehme ich gerne. Okay, ich kann hieraus keine stressfreie Zone machen. Der Stress von meinen Jungs ist nämlich gerade sehr hoch. If you need a ride or more firepower, squad, don't forget I can provide both with the ARC. Just find me a tactical position and I'll join you. Du hast den Panzerwagen freigeschaltet. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ach so, die Zurücktaste. Last report required. Hang on, our ride is coming. Woohoo! Mein Roomba ist da. There's something around. Natürlich lockt das Ding auch entsprechend Viehzeug an. Panzerwagen-Interaktion. Ein Panzerwagen in Position ist, bleibt an dieser Ordnung verteidigt das Gebiet. Du kannst auf folgende Art mit dem Panzerwagen interagieren. Trupp verlegen, dann kannst du deinen Trupp in seiner Panzerwagen-Position auf der Karte transportieren. Überlegen exfiltrieren. Bringen die Überlebenden, die dem Trupp folgen, um im Panzerwagen in Sicherheit. Trupp exfiltration, der Trupp verlässt die Mission und kehrt zu Otago zurück. Thank you. I never thought I'd get out of there alive. Looks like Corgan's gonna get that extra pair of hands. Hey, you passing the bar? Bring me back some of the good stuff. Come on, team! So, hier war ich noch nicht. Und der sägt sich das Vieh jetzt da unten weg. Nice. Moment, bevor ich weitergehe, kann man hier irgendwas durchsuchen. PDA. Copy.
I have multiple signals. Hey, I found something. Looks like a data pad. Boah, Muni! Let's see what's inside. Sheriffbüro Nummer 1 von Sheriff Kaya Sousa an Marshal Henry Fredrickson. Es gibt immer noch keine Spur von dem Saus oder den Michael Hamilton. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Letzte Nacht wurde Deputy Ginsburg bei seinem Rundgang angerufen und getötet. Wir wissen nicht, was es war. Leider war Ginsburg so übersüchtig, dass wir nicht feststellen konnten, was passiert ist. Was auch immer es war schnell genug, um ihn zu... Ups. Hä? Das Ganze ist verschoben gerade, deswegen muss ich gerade eben gucken. Was auch immer es war schnell genug, um ihn zu überraschen, bevor er auch nur einen Schuss abgeben konnte und stark genug, um ihn zu zerfleischen. Ich mache schon seit 10 Jahren denselben Rundgang. Ich habe in den Hügeln noch nie etwas gesehen, das ein Mensch so zurichten könnte. Wenn ich an die ganzen Leute denke, die in der letzten Zeit verschwunden sind, habe ich wenig Hoffnung, dass wir sie leben wiedersehen. Was auch immer da draußen ist, wir müssen es finden und töten, bevor es noch mehr Opfer gibt. Viel Glück dabei, aber ich kann es nicht allein zur Strecke bringen. Ich bitte hiermit offiziell um Verstärkung. Ich lade den Antrag in den nächsten Stunden ins System hoch, aber ich wollte dir schon mal Bescheid geben. Ich bitte dich, Hank. Ich weiß, dass unsere persönlichen Beziehungen seit der neuen Zeit etwas kompliziert ist, aber hier draußen sterben Menschen. Ja, das hatte ich ja gerade. Hey, die andere muss ich gerade erstmal. Looks like a data pad. Deputy Brockman Ginsburg an Sheriff Kaya Sousa. Ich habe den Vogel in seiner Zelle geworfen, wie du gesagt hast. Ich finde schon immer etwas seltsamer, aber unser Vieh verstümmeln? Das ist doch etwas heftig, selbst für einen Spinner wie ihn. Er schwafelt immer noch von einem. Seine Unschuld, aber das überrascht mich nicht. Er könnte sich wenigstens eine glaubhafte Geschichte ausdenken. Ich meine, er soll in den Unfall mit dem Wurm mit Zehen bitte abnehmen. Unsere Zellen sind noch zu gut für ihn. Ja. Wenn man mit Vorurteilen an irgendwas rangeht, ist es natürlich nicht gut. Double time! On it. Hey, I found something. Looks like a data pad. Chef Kaya Sousa an Deputy Larry Miller. Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Nach Torrance klar, dass es sich nicht mehr bei Marinella blicken lassen soll. Gestern Abend gab es schon wieder eine Schlägerei, weil er ständig über Dinge erzählt, die ihn nicht wiederhole. Ich glaube, der Typ will vorzeitig im Grab enden. Wir brauchen nicht noch mehr Tote. Wir haben schon genug Ärger am Hals. Got a live one here? Get him out. We can't leave him in there. Your commander whispering in your ear, kid. Wait, how does he know that? You guys might want to join me in here. Seems it's safer behind bars than roaming free. Trust me, I've lived the Marine's life. I know. Keys are in the sheriff's office if you want to bunk down. Okay, we'll get that key. Don't make yourself too comfortable. Come on, team! Ich muss mich entstressen erstmal. Hurry up, squad! Weld that door. You shall not pass, fuckers. Aber lustig, dass sie den hier noch nicht erwischt haben. They can't get in, right? But what now? Ausruhen. Stress bei allen Marines. Basis 100, Verschwörer minus 10. Alle Befehlsbewohner wurden regeneriert. Heilung einer Blutung bei allen Marines. Und Fortschritt wird gespeichert. Ja, was? Erholung ist immer gut. Wakey, wakey. Oh ja, sieht schon deutlich besser aus. Cut that door open. Open up, Sesame. Das ist natürlich keine gute Idee, wenn man gerade angegriffen wird. Move on. Hurry up, you slugs.
Da ist der Sheriff. On my way. Now we know why the sheriff didn't answer. Looks like she put up a hell of a fight. Rest easy, Susan. More signals incoming. All right, Marines, open that cell. Und schon haben wir einen neuen Marine für Ersatz. Access granted. They're headed our way. Terrence Fiber, halt ihn im Auge. Okay. Right now. Back to the core, buddy. Come with us. Like the old days. Lead the way. I'm just behind you. Klingt so, als könnte er mir den Rücken fallen. Maybe. There's something about his attitude. Were you in the core long, Marine? 7 years before they canned me, Chief. And why would they do that? Same thing as put me in here. Wasn't so good with orders, you know? I have multiple signals. Mir gefällt überhaupt nicht, dass hier so ein ganzes Rudel drin hängt. Shit, I know we're here. Shit, that's been for us. Let's rock! Good job, guys! Move on! Wir nehmen mal mehr Stress. Hurry up, squad! Copy. Das ist ein mega Chaos hier. Ah, Medkit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hey, I found something. Looks like a data pad. Mary Baders persönliches Tagebuch. Gott, warum habe ich mich nur darauf eingelassen, die Bar zu übernehmen? Mein Vater war zwar glücklich darüber, aber die Mine war schon damals kurz davor zu versiegen. Seit 20 Jahren wurde keine lohnenswerte Trimonitader mehr gefunden. Ungefähr seit der Zeit, als die Frau von der Steuerbehörde hier aufgekreuzt ist. Interessant. Ein Jahr später hat Wayland Utani seine Zelte abgebrochen. Alle, die sich sich leisten konnten, haben es ihnen gleich getan. Jetzt sind meine einzigen Kunden verbitterte alte Trunkenbolle, die auch anschreiben lasse und dann nicht zahlen, wenn ich nicht den Sheriff hole. Der einzige Grund, warum ich den Laden nicht dicht mache, ist, dass ich meinen toten Vater nicht enttäuschen will. Da habe ich sogar Kaufangebote. Und letzte Woche kam ein Fremder vorbei und berichtete von großen Möglichkeiten draußen im Westen. Es hörte sich ganz toll an, aber ich bin ja nicht von gestern. Von nichts kommt nichts und sein Gerede von Riesenschocks und einem besseren Leben klang ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Bar macht mich zwar nicht reich, aber sie bietet mir ein sicheres Aufkommen und wenigstens habe ich keine Schulden und niemand macht mir Vorschriften. There's something around. Ach, hier ist ein Nestzugang. Ich wünschte, die könnte man in die Luft jagen oder sowas. They're headed our way. So, hier war ich. Ich habe eigentlich auch nicht alles erkundet in dem Gebäude. Oh, die Jagd wurde unterbrochen. Bin ich ja glücklich drüber. Move on! Got something on the track. They're headed our way. Move, move! Last support required. Hang on. Our ride is coming. So, er will, dass ich dahin gehe, weil hier unten ist auch noch jemand. Gerade hier rauskam, macht es Sinn, das zuerst zu erkunden. Move on! Ah, super. Ich spiele mir Gedanken, diese Dinger zu verschweißen, aber ich glaube, das ist eine blöde Idee. Das würde die eher aggressiv machen, glaube ich. Hurry up, squad! Ach du Scheiße. Oh. Push out, squad. Hey. Things were on Pioneer Station. I think that's the origin of the infestation. Squad, clear that nest and get to the friendly. But watch yourselves.
Let's rock! Eat that, fuckers! Tango down! Weld that door. You shall not pass, fuckers. They really want this open. Eat that, fuckers! Light them up! Changing man! Könntet ihr jetzt einfach mal den fucking Kokon öffnen? We're too late. Way too late. He was infested. No chance, squad lead. You know what to do. Shit! Light him up! Sergeant, if these eggs are the start of the life cycle and we eradicate them, maybe we can get the outbreak under control. Might even stop it dead. Oh, I like the sound of that. Wait a minute. I hope you don't want my Marines to check every corner of this colony to find your nest. We don't have to do it the hard way. This place is full of security cameras. We should be able to access the feed. I've marked the control room. Lucky grunts. I'll go into the cinema. Safe position taken! Got something on a tracker. Hurry up, you slugs! No? Move on! Bring him down! Check your vitals, squad. Watch out! Oh yeah, don't mess with me! Irgendwas hier drinne? Ja, Meatkit. On my way. Let's see what's inside. Fucking Weyland Yutani, watching you work, rest, and play. I bet you're glad for it now. I'm not glad. Weld that door. Welding access. Check your vitals, squad. Double time! Safe position taken! Fick mich. Suppressive fire! Incoming! Let's rock! Shit! Leck mich am Arsch. Okay, let's go nuts. Burn! Damn, blacked out. Squad, threat has been eliminated. Yes, das. Safe position taken. Copy. Ah, oh, damn it, you gotta lose some weight. Einer am Boden. Gonna fix you up best I can. Weld that door. Hang in there, man. There. Like it didn't happen. Come on! We didn't sign up for this. Das waren gerade wahnsinnig viele. Door welded. Come on, team. Weld that door. Hang in there, man! You shall not pass, fuckers. Door secured. Copy. Damn it. Can we get some rest now? Frage ist, was ich jetzt mit meinem niedergeschlagenen Marine. Stirbt der oder? What are you waiting for? Breakfast in bed? Ah ja. Ist also nicht tot, nur im Koma. Patch you up. Here you go. Good as new. Right now. Don't move. Gonna fix you up the best I can. Das behindert mich natürlich jetzt, wo ich den einen mit mir rumschleppen muss und in Gefechte verwickelt werden könnte. Alright, camera feed online. Happy hunting, Marines. Okay, auf der Quelle des Befalls zu lokalisieren.
Can't be sure, but it looks like there's some ammunition still in the armory. Yeah, how much? Well, put it to use. Looks like we got some supplies by the admin building. Oh. Wait, that container. It's exactly like the one I've seen on Pioneer. Looks like the slaughterhouse. Let's check it out. You like cows, Sarge, or are you just hungry? I know what they say. A day in the Marine Corps is like a day on the farm. Hilarious. Reaching that slaughterhouse looks like a trek from here. Maybe you should use the ARC. Maybe we could find some relevant materials by the stables. Oh, das ist gut. Vier Kisten. Meinem Trupp gibt's aber nicht so gut gerade, deswegen muss ich da erstmal eins nach dem anderen. Erstmal den Komatösen rausschaffen. Affirmative. Gucken, ob hier im Raum noch irgendwas ist zum Aufsammeln. There, sieht nicht so aus. Come on, Team! Hurry up, Slug. Da ist Zeug hinter. Ich hoffe, das ist kein Zugangsraum für Viechers. Cut that door open. Open up, Sesame. Mann, ich könnte echt Autotürme vertragen. Door open. Ja, hier ist das Zugangsloch. There's something around. On my way. Let's see what's inside. Es rennt jetzt nicht in den Raum hier rein. I have multiple signals. Oh, das ist jetzt nicht euer beschissener Ernst. Hang in there, man! Weld that door. You shall not pass, fucker. It's Zenas! Bring him down! Door secured. Yeah! Don't mess with me! Now that's what I'm talking about! Okay, die schnappen sich also die komatösen Leute. Er ist kein Bock, dass irgendwas aus dem Nest rauskriegt und mich mitnimmt. Also von hinten angreift. Roger. Move on! Hang in there, man. Das sieht geplündert aus. Let's see what's inside. More signals incoming. Hey, I found something. Looks like a data pad. Double time! Los raus. Techniker, ersten Grades. Sind wir die Trainer? Wir haben Betriebsleiter Harrison Tolliver. Wir haben in den unteren Lüftungsschächten einen komischen Schleim gefunden. Ich wollte Gotham hinschicken, damit er sich das mal ansieht, aber er hat sich einfach geweigert. Er sagte, es sei ihm zu unheimlich. Aber er hat auch am Platz Angst. Eigentlich sollte er gar nicht in einer Wartungsmannschaft arbeiten, aber wir haben leider nicht genug Arbeiter. Ich werde ihm mal Leviten lesen. Wenn das nichts nützt, muss ich mir die Sache wohl über mich selbst ansehen und gesnackt werden und implantiert werden, ja. Take a breather. Watch that stress, squad. They're headed our way. I don't hear them anymore. We're clear. Got something on a tracker. Get in. Get secure. Ersatzmarine hätte ich schon ganz gerne. Come on, team! Noch will ich nicht exfiltrieren. Aber drauf verlegen könnte ich. Quiet. It didn't see us.
Das ist eine hervorragende Möglichkeit zu operieren. Nicht nur gibt mir das Ding Schutz, ich kann mich auch bewegen. Da liegt noch ein Pulsreifer auf dem Boden. Okay, scheint, es würde von innen keinen Zugang geben. Come on, Team! Move, move! Fuck, ich würde das viel lieber mit einem vollen Team machen. Aber gut. Don't get too comfy, okay? Ah, oh, 5 Kisten. On my way. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Move on. Double time. Hatte ich hier irgendwas übersehen? Eigentlich nur. Nö. Ich meine, den Bereich habe ich jetzt gesäubert. Der Fahrstuhl war ja hinüber. Wo könnte ich noch hingehen als nächstes? Ich denke mal hier hinten, das wäre eine gute Idee. Eigentlich auch das Gebäude auch. Don't get too comfy, okay? Got eyes on a stockpile up by the warehouse. Da war noch eine Leiche, die ich nicht vollständig durchsucht hatte. Come on, Team! Got something on the track. Last support required. Hang on. Our ride is coming. Hurry up, squad! Roger. Wenn ich schon keine Vorräte mehr habe, sollte ich gucken, dass ich welche kriege. Okay. Das hier nervt mich ein bisschen, das Tierchen. Last support required. Hang on. Our ride is coming. Come on, Team. Spätestens wenn ich auf 2 Leute zusammenschrumpfe, sollte ich mich aus dem Staub machen erstmal. Oh, das ist offenes Terrain. Scheint eine Baustelle zu sein. Hurry up, you slugs! Ah, ich habe das falsche Gebäude angeguckt. Das hier ist das Gebäude, was ich eigentlich durchsuchen will. Alter, ich weiß, dass das da ist. Verdammte Hamster-Axt. It's quiet. Too quiet. Oh. Das war das Schlachthaus, ja. Move on. Die Form. Hier haben sie die Rinder hingebracht und die Aliens haben sich genüsslich an den gelabt. On my way. Squad leader here. The signal comes from behind this bulkhead door. Looks like a decontamination chamber. You should be able to cycle it. There should be a terminal next to the entrance. Das ist doch eine blöde Idee. All right, let's see what's in there. Decontamination process commencing. Processing. Processing. Geht mal lieber in Deckung. Decontamination halted. What the? That's close enough. Who the hell are you? USCM, ma'am. Responding to Sheriff Sousa's distress call. Good news. I could use some of that. Decontamination process restarted. Processing. Okay, bei solchen dicken Stahltüren kommen auch die Aliens nicht unbedingt durch.
Move on. Große Kiste auf dem Boden. Ist das ein Krankenhaus für die Viecher oder eine Schlachthof? I'm a veterinarian around here. Shut myself in here when everything went to hell. Problem is, when you do that, it's kind of hard to get back out again. Guess I wasn't thinking straight. You know the situation? Not much. Sousa recovered a weird corpse next to the slaughterhouse. I've never seen anything like it myself. But then I look after herd animals and stitch up the occasional wound in someone who should know better. I'm not a xenobiologist or a fighter. Before she left, Sousa insisted I keep this. Said it was automated, but I never managed to set it up. Oh, ich weiß, was grab that sentry gun and get the vet out of here. She ain't a medic, but I'm sure Bookard will appreciate the help. I have multiple signals. Copy. Ein Türmchen. Let's see what's inside. Olivia Hatners persönliches Tagebuch, so schön Leuten in ihre Tagebücher zu lesen. Die letzten Tage waren ziemlich merkwürdig. Es gibt eine Menge Aufregung im Dorf. Irgendwas scheint die Leute zu beunruhigen. Ich habe auch zum ersten Mal diesen Joseph gesehen, von dem alle sagen, dass er uns retten wird. Er macht dann selbst am Eindruck, ich finde ihn nicht gerade vertrauenswürdig. Die meiste Zeit verbarg er sein Gesicht. Ich wollte mich ihm nähern, aber er lässt niemanden an sich heran. Es wirkt irgendwie wahnsinnig, aber das sind ja, sind wir in Dead Hills gewohnt. Also ist das tatsächlich ein Operationssaal für Rinder und die Viecher sind eingedrungen und haben das Tierchen gekillt, was drinne war. Let's see what's inside. Come on, team! Wait. Hold on, squad.